Hey Leute, willkommen zurück zu Spellstone. Heute werden wir ein bisschen in der Arena rumzocken mit dem Deck, das wir uns gebastelt haben. Ich habe nur eine Karte ausgetauscht, mal schnell zum Anfang. Siju habe ich reingenommen auf Anraten von Grimfli. Finde ich auch ziemlich geil, funktioniert super. Und rausgenommen habe ich den Doppelschlag Blitzvogel, genau. Dass wir in der Arena testen, ein bisschen Gold schnell ausgeben und eine Karte noch zeigen. Die hatten wir gestern vergessen. Und was sagt Diana zu dieser Karte? Hallo. Hallo. Guten Tag. Also das Artwork gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Da haben sie mal wieder was Schönes. Ich bin unschlüssig. Also ich finde es toll, weil es mich halt wieder an diesen neunschwänzigen erinnert. Also ganz typisch japanisch wieder. Ja. Das sieht aber auch aus, als würde diese Dinger hinten rauskacken. Ich weiß nicht. Ja, für mich sieht es aus wie halt ein Schweif. Wobei er hat ein bisschen mehr von einem Wolf als von einem Fuchs, hätte ich generell gesagt. Auf jeden Fall. Aber starke Karte. Cool. Starke Karte aber auch, muss man auch sagen. Nicht nur das Artwork, sondern auch das Ding. 2 Verzögerung, 28 Leben, 10 Attack. Unsichtbarkeit. Man arbeitet sich von links nach rechts. Oh, guck mal, aber er heißt sogar Foxfire. Ja. Also ist es wirklich ein Fuchs, aber sieht trotzdem aus mehr wie ein Wolf. Ja, die Unsichtbarkeit finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich praktisch. Na, Frostbite 4, Versenkung 7 ist schon nice. Und das Elementar und Untoter, das ist ziemlich krass. Der hat mir gestern vergessen, das Ding hier zu zeigen, da wir, ja, ein bisschen viel los war gestern, ne? Ja, irgendwie war es gestern wirklich sehr viel auf einmal. Ja. Bevor wir in die Arena gehen, ziehen wir schnell noch das Gold hier raus. Übrigens gibt es hier so ein Angebot, ziemlich teuer. Kann man sich 75 von ihm kaufen, nur einmal. Können wir drauf drücken, einmal kaufen. Würde ich jetzt nicht machen an eurer Stelle. Sehe ich nicht ein, warum. Sehe ich einfach nicht ein, das zu kaufen. Vor allem, es soll ja irgendwie mal wiederkommen. Na genau. Was wollte ich denn? Ach, hier wollte ich hin. Naja, auch nicht. war das Gold? Hier war das Gold. Das ist schon richtig. Immer die 20.000 rausknallen, bevor er wieder, ne? Nee. Bevor er wieder alles voll wird. Und, nee. Und dann haben wir natürlich gesagt in die Arena, denn das Clash-Event ist anfangs überhaupt nicht spannend. Das ist ein reines Autoplay-Event. Und ja, da sind wir mal ein bisschen Gold auf, gehen ein bisschen Arena, ein bisschen Deck testen, was machen die Gegner so? Bis jetzt muss ich sagen, haut mich der Elementar-BG 0 um. Es ist mir ziemlich egal, ob zum Beispiel der gegnerische Rhythm of the Wild 24 Leben hat oder 30. Blitzt sie trotzdem weg, ändert nichts. Bis jetzt haut es mich nicht um, ne, Diana? Ja, ich bin also, ich bin auch ein bisschen abgefallen in der Arena, weil ich noch rumprobiere. Aber trotzdem, Blitze, heute gerade wieder jemanden, der in Rupi war, Elementardeck gespielt hat, sogar mit den Fröschen zusammengemischt, aber weggeblitzt. Easy. Also nicht mal der hatte eine Chance. Zusammen mit Vereisen im richtigen Moment muss man natürlich Glück haben. Ja. Ach, ja. Also ich bin da auch nicht so von überzeugt, wobei Firehorn wirklich wehtut. Firehorn ist bin geil. Ich jetzt auch schon mit 17 Vergeltung, das tat schon weh. Ja, aber nur 17 Vergeltung, wenn ihr ein Legend-Vergeltungsrunde drauf habt. Dann tut sie wirklich weh, da kann gewisse Karten von mir one-hitten, wenn ich ihn angreife. Das ist ziemlich blöd, aber ja, Firehorn ist echt gut. Ja, wobei ich hatte ihm eine Abschöpfenkarte gegenübergelegt, da hat sie sogar 2 Runden überlebt und das hat gereicht, ihn zu töten. Ja, wenn du eine Abschöpfenkarte hast mit mehr als 17 Leben, ja. Ich hatte keine mit 17, aber trotzdem, das Minus war nicht zu groß dann. Ja. Muss man halt aber auch wieder Kartenglück haben. Ja, das sowieso immer. Wir haben gerade nicht so viel Glück, ne? Eine Epic bis jetzt. Aber ich finde es immer schön. Also ich finde, wenn man so die Karten so richtig noch zieht, ganz klassisch, dann kriegt man mehr Grüne. Also es gibt mehr Staub. Oh, schau. Sehr schön. 2 Epics. Ja, mir kommt auch vor, es ist mehr. Es ist mehr als mit diesem Direktverdampfen. Mhm. So mache ich es auch nur so. Ja, ich habe schon ein paar Mal rumgetestet und auch Notiz geführt über so eine Woche. Klar, keine super lange Studie, aber einfach war das Beste. Ja, also den werde ich jetzt weg tun. Ich finde ihn jetzt leider nicht so gut, deswegen tue ich die 4 auch mal weg. Hab mich nicht überzeugt. Mit diesem neuen Elementar-BG knallt er nicht so rein. Noch was? Nee. Ja, kommt drauf an, welche Karten man halt hat. Er kann schon gut sein, aber dann muss das Deck halt besser harmonieren. Ich rede von meinem Deck und ich rede von meinem Pay-to-Win-Deck. Ist auch eine Pay-to-Win-Karte. Und deswegen, ja, muss man Abstriche ziehen. Wie ihr seht, wir können jetzt 2 Legends komplett bauen. Wenn das irgendwann mal darüber rutscht. Hast das Spiel überfordert?
Oh mein Gott. Das ist immer so ein nervig. Also hat's Weltstone zerstört. Ja, ich hab's Internet gelöscht. Ja, aufrüsten ist ja gerade ein bisschen schwer. Was haben wir denn noch einfach rum? Wir hätten noch mehr Avian zum Beispiel. Wir hätten noch Avian zur Auswahl, da Elemente jetzt für den Arsch sind, sozusagen. Also meiner Meinung nach, für Pay-to-Win-Spieler. Schwer. Erstarren ist halt immer was Feines, aber die restlichen Fähigkeiten gefallen mir nicht so weiter. Na, noch den kleinen hier. Also, ich habe ihn ja leider kein zweites Mal, aber Blitz, alle Vögel mit einer Verzögerung hast du kein zweites Mal gebaut? Also die Eule? Nein. Das hätte ich gemacht schon längst. Ich habe keine Rune für sie. Ja, ich auch nicht. Spiel sie mit Leben. Da glaube ich nicht meine Lebensrunde. Eine blaue Lebensrunde drin. Oh Mann. Okay. Bauen ist gerade echt schwer. Ich weiß echt nicht. Ne? Jetzt haben wir gehen mit der Arena. Ich muss ja auch Kisten da noch aufmachen. Ja, sehr schön. Drei Kisten. Oh, also mal gucken müssen. Ich glaube. Ne, ich glaube. Legend. Wenn wir jetzt vielleicht einen Legend Runzleber bekommen. Nee. Aber ein Epic Packet. Ein Epic, wir müssen kurz mal craften. Bam! Feuerholen? Brauche ich einen weniger rausholen? Boom! Staub! Ja, echt nur Staub. Hier, ne, für drin meine. Ja, übrigens, ja, zum Beispiel, ich könnte Feuerholen bauen. Nur, was soll ich da rausnehmen, ist die Frage. Also, ich habe ihn jetzt mal ins Deck genommen und, ja. Ich fand ihn auch als Gegner stark. Also, ich finde Feuerholen schon stark, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man ihn mehrfach hat. Ich könnte ihn zweimal halt komplett bauen. Aber ich leider nicht. Da haben wir noch Zeit, der BG ist begonnen, Leute. Jetzt gehen wir in die Arena ein bisschen rum. Arm werden. Ein bisschen rumlacken. Oder nicht rumlacken, mal sehen. Aber Glück haben wir noch nicht. Ja. Ich muss auch aufpassen, bei 4000 ist voll. Letztens ist es bei mir wieder passiert. Ich habe Kisten geöffnet, also, shit. Ich habe 4000 Münzen und ich habe weiter Kisten aufgemacht. Ich habe, glaube ich, zwei umsonst aufgemacht. Hupsi. Du solltest mal ziehen, ne? Last Link. Warum sind wir als Platin-1-Spieler gegen ihn dran als Gold 1? Hallo Hamburg! Ich habe dir heute noch eine Nachricht geschrieben. Ah, Hamburg! Wenn du das Video siehst, schreib in die Kommentare. Oder schreib da einer zurück, bis ich so. Wir sehen, ich sehe leider auf Steam und am Handy den Elementar-BG nicht. Er hat mehr Leben, das sieht man. Aber ich sehe nichts, leider. Ja, es wird nicht irgendwie noch explizit angezeigt. Das finde ich auch automatisch auch mehr Leben, nicht, dass wenigstens blau leuchten oder grün oder irgendwas die Zahl. Nö. Das ist halt einfach. Oh. Das ist halt einfach mehr. Undurchsichtig, ja. Fällt mir überhaupt nicht. So wie letztens, ich wusste jetzt noch, wusste nicht, ob der BG funktioniert oder nicht. Und dann renne ich in ein Feuerhorn rein mit Vergeltung 11, in der letzten Runde, ne? Und es hat Vergeltung 17. Und ich so. Mist, gut eingefroren. Das wird wehtun, das wird jetzt richtig wehtun. Denn wir überleben überhaupt, ich weiß es nicht. Ich finde es auch immer noch schlecht, wollte ich sagen, dass man in der Arena mit diesen zwei Verzögerungen mehr, das gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich so sagen. Jetzt haben wir uns ein bisschen zurückgezahlt, ne? Ja, Freeze for the Win. Freeze funktioniert weiter natürlich. Freeze ist super. Es gibt keine starken Elementarkarten mit Unsichtbarkeit. Da fängt schon an, ne? Ja, aber selbst die Leute, die Luckfrog spielen, nicht genug Unsichtbarkeit. Mit so auf jeden Fall Hexen und Blitz und... Ja, Luckfrog ist schwer. Ich finde, Luckfrog ist jetzt... Konnte ich im Untoten BGE die Luckfrogs leichter töten, da sich meine Untoten ja hochberserkt haben. Fand ich es einfacher. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, meiner Meinung nach. Also, es fühlt sich schwerer an. Ich bräuchte mehr Versengen. Oder mehr Durchbohren. Ich blitze die Mountain trotzdem noch weg. Na, wenn sie dran sind, ist schwer. Mehrere. Oh, ich rede nicht von einer. Nicht drei hintereinander liegen. Das meine ich ja. Mehrere. Eine geht ja. Das war jetzt, ja, warum auch immer wir Gold 1 bekommen haben. Keine Ahnung. Bin ich fies. Aber wenn er gewonnen hätte, ne? Hätte ihm einen guten Boost gegeben. Na, mal sehen. Matze spielt ja, glaube ich, ein Hardcore-Elementar-Deck, ne? Ja.
Er hat keinen Bock immer aufs gleiche Deck. Ist schon klar, aber ob das funktioniert, ist ja eine Frage, ne? Bitte? Ob es gut funktioniert, ist halt die andere Frage. Ja, soweit ich das verfolgt habe, nicht ganz so. Aber er feilt ja noch. Ja, natürlich. Wir haben erst angefangen. Mhm. Es ist immer so bei neuen BG. Ich bin es doch gar nicht gewohnt, dass mein Deck überhaupt noch irgendwie funktioniert. Ja, also ich, bei mir hat es schon nachgelassen, die Effektivität. Weißt du was? Guck mal da oben! Ich bin gerade auch richtig geschockt. Oder ich verarschen? Nein, oder? Seht ihr das? Ich kann jetzt, es tut mir leid, ich kann nicht aufgeben. Wenn ich jetzt aufgebe, hat der einen Boost und ist auf Gold. Ich hätte eher gesagt, du fällst wahrscheinlich dann in Platin 3 ab. Und ich bin dann Gold auch, ja. Er ist Gold und wir sind dann beide Gold wahrscheinlich. Oh, wie unfair! Das tut aber echt ja, das Matchmaking war schon immer für den Arsch. Das Matchmaking ist auch leider für den Arsch, weiterhin um Vilbur. Vor allem früher habe ich bei solchen Leuten einfach aufgegeben und ihnen gerne die Kiste geschenkt. Richtig. Aber mit den blöden Punkten. Jetzt kann man nicht aufgeben. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier aufgebe, Alter. Alter, oh, da hast du sogar eine Rubinkiste gegeben. Falls du dieses Video siehst, wer auch immer du bist, danke und sorry, ich konnte nicht aufgeben. Eieieiei. Und wir haben sogar Punkte dazu bekommen. Krass. Das. Don't like. Das System. Ich mag es auch immer noch nicht. Nee. Jetzt haben wir ja schon gegen den Gold 1 gekämpft und gegen den Bronze 1. Was kriegen wir als nächstes? Ein Rubinspiel wahrscheinlich. Was ist denn da los? Kannst du nicht. Vielleicht gerade weniger. Ja, aber kannst du nicht einen armen Bronzespieler geben? Nee, das finde ich auch unmöglich. Ja, man merkt, es dauert gerade ewig lang, das Suchen. Na, schau. Geht doch. Und der hat Autoplay drin. Dresden? Ist das ein Deutscher? Wer weiß. Pff, schwierig. Ich beneide dich immer noch um deinen Avian Goblin. Dieses Abschiff. Avian Goblin? Achso, ja. Du hast gesehen, Sichu hat funktioniert. Passt alles. Das Spiel hat echt Autoplay, ne? Krass. Ja. Oh, jetzt hätte ich meine Nuller-Verzögerung gerne. Schade. Und dann kann so ein Atlas nicht töten. Das ist gerade richtig, richtig ungeil. Aua. Weh. Jetzt hat er halt sehr viel Heilen gehabt. Aber nicht genug. Nicht genug, ja. Das ist auch tot. Vulcanus weiterhin, wie gesagt, mega nice. Aber. Ich habe letztens bei einem anderen gesehen, Vulcanus mit keiner Lebensrune, ne? Mhm. Das stirbt halt ständig weg, das kannst du nicht vergleichen. Ich bin so gewohnt, wenn Vulcanus ewig lebt, seit er noch 4 Leben, der wäre schon lange tot. Ohne die letzten Lebensrune. Also ich kann weiterhin auf Vulcanus wirklich wärmstens letzten Lebensrune empfehlen. Ja, ich auch. Auch wenn viele gerne Blitz 8 haben und so weiter, aber glaubt mir, das bringt's nicht. Auch nicht Vergeltung 12, das ist, ne? Ja, vor allem mit Verhexen zusammen und mit anderen Blitzeilenkarten, da merkst du gar nicht, ob der jetzt ein bisschen mehr oder weniger blitzt. Nee, vor allem mit Unsichtbarkeit, dann ist es egal, ob jetzt Blitz 5, 6, 7, 8, 12 hat. Eine Unsichtbarkeit, das ist für den Arsch. Und deswegen finde ich Leben immer noch am besten, auch bei Scorch Breath. Dann kann er auch länger Scorch Breath einsetzen, wollte ich sagen. So, letzte Kämpfchen vielleicht, ne? Gewinnen wir, verlieren wir. Was kriegen wir diesem für einen Gegner? Wir hatten schon wieder Gold 1. Oh ja. Aber Gold 1 muss ja nichts heißen. Ne? Kann ja auch wenig spielen. Jetzt hatten wir Gold 1, Bronze 1, Platin 3, Autoplay. What the fuck? Also gute Gegner hattest du jetzt nicht. Also irgendwie ebenwürdige. Das war fies. Und ich habe ständig Rubin. Ja, ist schon krass. Besser, ne? Das müssen wir jetzt irgendwie wegkriegen. Was war jetzt fies? Meine Aussage? Ja. Warum? Voll gemein. Also, ja, ich finde schon, dass in der Arena du Moment mal schwächen. Nein, schwächen nicht. Dann kannst du mir überlegen, dass schwächen nicht. Müsste funktionieren. Also, aufgegeben! Mann! Leute, wie ihr seht. Jetzt mal im Ernst, waren das für dich jetzt ebenbürtige Gegner? Nein, aber es ist gemein zu sagen, dass sie halt nicht so gut sind. Das ist fies. Vielleicht spielen sie erst eine Woche oder so, gerade ja, der Bronze. Schon, ja. Ja, schon klar, aber dann solltest du doch auch eher mit Leuten zusammenkommen. Die das schon, das lang schon, spielen ja. Und so. Das meine ich doch einfach eben. Aber trotzdem noch krass, eine Rubinkiste von Bronze 1. Danke nochmal. Ich kann leider nicht aufgeben. Ja, das waren jetzt 4 schnelle, leichte Kämpfe. Ist jetzt schwer zu sagen. Wir sind auf jeden Fall. Nö, es sind gar nichts. Es ist einfach schwer zu sagen.
mein Deck funktioniert weiterhin, aber ich habe auch bei den Kaufgeldern. Oh, wir haben noch ein Kaufgeld, das machen wir auch noch. Ich fange jetzt mal direkt Elementar an. Der hat jetzt übrigens Vergeltung. Sieht man super, ne? Hast du es gesehen, Lena? Mhm. Ja, ich auch nicht. Das stört mich ja auch noch. Das ist wirklich nervig, weil man kann Sachen vergessen dadurch. Und vor allem bei Chaos-Karten, ja, ob der jetzt Berserk hat, ob der jetzt Vergeltung hat, der Shadowflame zum Beispiel, braucht er nicht. Ist ein netter Bonus, hätte ich ja, ich kann auch da legen, was ich will, das ist GG. Also ja, wie ihr seht, mein Deck funktioniert weiterhin, ich brauche nichts machen. Es ist auch die Frage, ne, was ich baue. Ich würde trotzdem gern aus Spaß Firehorn spielen zum Beispiel. Weil Vergeltung 17 ist einfach lustig. den würde ich auf jeden Fall gerne noch bauen rein. Aber sonst muss ich echt mal gucken. Es ist gerade echt schwer, wenn man, wie soll ich sagen, nichts bauen muss. Ich könnte jetzt irgendwas auf Vorrat bauen. Ich hätte zum Beispiel gern Engel gebaut, aber wann kommt endlich mal Engel? Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Und du weißt doch nicht, ob sie den BGE wieder ändern. Genau, genau. Oh, und übrigens, einen Wehrhasen suchen wir. Ganz dringend, ein Wehrhase wird gesucht. In die Kommentare bewerben, Rang 17, 18, möglichst gerne Pay to Win, weil es wird immer schwerer. Und einfach mal reinschreiben, ne? Einfach mal reinschreiben. Und mal Hallo sagen, ne? Die werden uns freuen. Ja. Sonst, ja, das war's fürs Video. Leider war es nicht die spannendsten Live-Kämpfe, aber hey, wir haben alle gewonnen. Und furchtbar schwierig gewesen. Ja, ich wünsche euch viel Glück und Erfolg im Solo Clash. Nicht vergessen, Frost Breath ist 50% stärker. Das heißt zum Beispiel Legend Narix, Mystisch Narix ist mega geil. Nicht vergessen. Frost Breath, Diana, ne? Ja. Wenn es euch gefallen, lasst ein Like da, schreibt gerne eure Meinung, was ihr jetzt so gemerkt habt zum Elementar-BG in die Kommentare, weil jetzt habt ihr ja schon länger gespielt damit. Und wenn ich es verpasst, lasst ein Abo da, schaut gerne bei anderen Spielen vorbei und bis dann beim nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und ciao. Tschüss.